Geschichte ohne sie besser. Ja, die sehen nicht so mega hübsch aus. 3 und 4 sind Feen. 5 ist eine Ratte, 6 ist ein Kobold. Dass die Kobolde in den Höhlen auf Ratten geritten sind? Nein. Aber was hat das für einen Sinn? Du musst deine Geschichten nicht aufpäppeln, damit die besser werden. Die waren super. Okay. Hufeisen ist 1, Hammer ist 2. Was kann das zu bedeuten haben? Das hat bestimmt was mit den Tönen zu tun, in welcher Reihenfolge ich die spielen soll, aber was? Oder gelb und weiß oder so? Ich mache jetzt mal so. Und so, war die ganz links und ganz rechts. Okay. Dann 3, 4, 5, 6. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, 5 ist gelb, 6 ist grün. Okay. Ich guck nochmal. Grün, grün. So, ich werde nochmal vorne anfangen. Also grün. Grün. Dann rot, grün. Gelb, grün. Rot. Grün, gelb, grün und der letzte ist da. Nicht? Das ist doch grün, grün. Rot, grün, gelb, grün. Und der letzte hier ist dieses lila Schwarz-Ding. Grün, grün, rot, grün, gelb, grün und dann lila. Jetzt ist das rot. Und Wentys Lied. Wie konnte ich nur Wentys Lied vergessen? Er sang es für Alexander bei ihrem ersten Treffen. Ein Lied hätte das Kapitel zu sehr in die Länge gezogen. Das Kapitel war sowieso scheiße. Ja, Knuddeln kommt von Herzen. Ein Kunstwerk wunderschön. Doch knuddeln kann gar jeder. Ja, das wirst du gleich schon sehen. Und da war noch ein Rätselraum. Oh nein, das hört auf. Scheiße. Ich dachte, nein. Es ist schwierig zu verstehen. Aber vielleicht täuschte ich mich. Du machst alles noch schlimmer! Ich musste irgendwie alle zu den Schaltern bringen. Herzlichen Glückwunsch. Moment mal. So. 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 Und so. Hey, voll kompliziert. Oh, und es gab noch eine versteckte Wetzelwolfhöhle. Und habe ich erzählt, wie ich auf den Brücken Trollen geritten bin? Und von meinem Zauberkampf Opa. Mit den Geflügelten? Opa. Hör auf! Deine Geschichten sind perfekt! Sagtest du nicht, Geschichten sind nie zu Ende, sondern werden nur nicht weitergeschrieben? Ich werde sie ausbessern. Nein! Oh Gott! Mach das Kapitel nicht auch noch scheiße! Ich verstehe den Hintergrund. Er will halt das Perfekte Erbe.
Und er merkt, seine Zeit läuft ab und muss halt wirklich alles perfekt hinterlassen, damit man ihn auch perfekt in Erinnerung behält, so wie es war. Aber dadurch macht er halt alles nur schlimmer. Als ich jünger war, das, was er von Edward nicht wollte. Tür offen zu stehen. Aber als ich älter wurde, schloss ich eine... Wieder nur die Bäcker. Um den Ofen herum waberte noch der Duft von Sternbeeren. Der Laden war wohl noch nicht verkauft worden. Die haben ja auch keinen Nachfolger gefunden. Sind wir auf Triumph. Es roch noch nach Backwerk im Ofen. Ein paar Kostproben wären nicht schlecht. Ja, dafür müsste aber erst bei jemand hier arbeiten. Okay, ist Acorn noch am Leben? Oh nein, es brennt wieder alles. Das kann nicht die richtige Geschichte sein, dass immer andauerhaft überall alles brennt. Ich glaube, das sind einfach seine Erinnerungen, die sich ein bisschen auflösen. Seine Demenz oder was auch immer hat. Nein! Ein Schloss! Ich lief heim, um zu sehen, ob alle in Sicherheit waren. Sein gesamtes Königreich in Asche. Alles, was er erbaut hat, wird zerstört. Das kann nicht die richtige Geschichte sein. Das müssen seine jetzigen Gedanken sein. Mannys Zauber? Hallo, wertester Freund. Manny, dein Spiel ist inzwischen wirklich alt. Oh, ich bin fertig damit, etwas aus diesem Sumpf zu machen. Ich habe meine besten Jahre geopfert, damit aus Daventry ein besseres Königreich wird. Jetzt kann ich nur noch zusehen, wie es niederbrennt und hoffen, dass es endlich in Vergessenheit gerät. Es ging dir doch nie um ein besseres Daventry. Du willst nur zeigen, dass du besser bist als ich. Besser als du? Was hast du diesem Königreich denn schon gegeben? Hätte ich nicht das Ritterturnier beeinflusst, wärst du jetzt nicht einmal hier. Dein gesamtes Vermächtnis verdankst du den Narren, die sich für dich aufgeopfert haben. Lass meine Familie aus dem Spiel. Komm heraus und stell dich mir allein, wenn du unbedingt eine Revanche willst. Nur zu, die kannst du haben. Graham, deine Knochen sind zu schwach für ein Kraftduell. Bei einem Tempoduell würdest du höchstwahrscheinlich kollabieren. Und dein rostiges Gedächtnis ist wohl kaum zu einem Scharfsinnsduell in der Lage. Was ist los, Manny? Hast du Angst, dass du, wenn ich gewinne, keine Ausreden mehr hast, dass du nie König wurdest? Na gut, dann beweise mir, dass du noch stark und schnell bist. Du weißt, wo ich bin. Na schön, Geist, verlass mich nicht. Wie bist du da jetzt wieder rübergekommen? Plötzlich sind die Flammen wieder aus. Irgendwie passt das hier alles nicht so ganz. Ich hätte jetzt gedacht, du weißt, wo ich bin. Er ist im Brunnen beim Drachen unten. Hier ist wieder der Obstpflücker. Lange nicht gesehen.
Der Baum ist weg. Warum? Eben hat auch noch das gesamte Königreich gebrannt und hier ist plötzlich alles... Alles wieder fit. Alles wieder in Schuss. Hier ist alles verbrannt. Wir haben seitdem Acorn dort oben gearbeitet hat, haben wir ihn nie gesehen, ne? Tja, auch verschlossen. Dann bleibt mir nur eine Irgendwie Wahl. Hatten wir seit Kapitel 3 keine wirkliche Wahl mehr. Weil wir uns vorher immer für die Bäcker entschieden haben, konnten wir uns seitdem auch nur noch für die Bäcker entscheiden. Ich hatte die Sicherheitsvorkehrungen am Hintertor verbessert, damit kein Wetzelwolf hereinkam. Das Schloss war aus seltenem Chrom aus den Höhlen von Serenia. Und man brauchte mehrere Schlüssel. Ich wusste natürlich nicht mehr, wo ich sie versteckt hatte. Einen hat Manni uns hier gerade gegeben. 1 von 4. Na dann, lass uns mal 3 Schlüssel suchen. Hier ist immer noch keiner zu Hause, richtig? Nein. Ich hätte ja gerne gesehen, wie die ausgesehen haben, aber scheinbar kann man pro Spieldurchlauf nur einen von den 3 wieder sehen. Schade eigentlich. Naja, schauen wir da hinten. Ist der einzige Weg, der noch übrig bleibt. So, vielleicht hier unten im Loch damals von Acorn gegraben. Da ist auf jeden Fall was. Wach auf, Graham. Dein Geist ist stark. Tut mir leid. Was ist denn das für ein Zeichen da drauf? Irgendwas können wir damit auf jeden Fall machen. Ja, die fantastische fliegende Insel, dass man die Schilder hätte man mittlerweile auch abbauen können, nachdem wir die zum Fall gebracht haben. Die Höhle ist mittlerweile auch ausgeleuchtet. Ich finde das cool, die Seite mit dem Zeichentrick Dingens da oben eben. Mit dem Zeichentrick Ranken mein hier. Mein Projekt war ein Erfolg, was mich freute. Aber ich vermisste meine Kürbislaterne. Man sieht also doch wohl so ein bisschen, als ob er das Königreich nicht zu einem besseren gemacht hätte. Den bösen, finsteren Wald mit riesigen Monstern zu einem Rosengarten designt. Er hat die Koboldplage beseitigt. Er hat den fiesen Wald voller Wölfe mittlerweile ausgeleuchtet, deshalb ist da auch kein Wolf mehr drin. Alle Bewohner mochten ihn eigentlich, bis auf der Händler, weil wir den am Anfang nicht gerettet haben. Dem Königreich doch schon was Gutes getan. Das zweite Triumphzeichen. Da sind Buchstaben drauf auf jeden Fall. Mal gucken, was passiert, wenn wir alle 3 zusammen haben. Und vor allem, warum liegen und hängen die hier überall rum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Einem verlassenen... Also das, ich glaube wirklich, dass sein Gedächtnis ihm so ein bisschen... Etwas stimmt nicht. Plötzlich ist da oben ein Schlüssel und eine Bude. Sieht aus wie eine Koboldbude. Der Schlüssel war zu hoch, um heranzukommen. Und plötzlich ist das Loch auch wieder offen. Der Schlüssel war zu hoch, um heranzukommen. Das war neu. Haben die Kobolde sich jetzt Wohnungen oberhalb der Erde gebaut? Fände ich besser als die Idee mit alle zugemauert und keiner kommt mehr raus. Okay, wir brauchen eine Leiter oder sowas, aber wir haben dummerweise... Wir haben halt keinen Umhang mehr. Das heißt, wir können eigentlich nicht wirklich was tragen.
Also es passt halt zu seinem dementen Zustand, zu seinem Abbauerscheinung und so weiter und so fort, passt dieses Kapitel schon. Aber ich fand halt trotzdem das erste, das dritte, was so ein bisschen lockerer, so ein bisschen lustiger, so ein bisschen, ja, schicker war einfach, fand ich irgendwie trotzdem besser halt. Weil das hier macht einen schon wieder so, ja, eigentlich wie Kapitel 2 schon, eher sehr traurig innerlich. Okay, hier müssen die Triumphdinger drauf. Denke ich mal. Ja. So. Okay, wir haben I, K, F, D und S. Ein Zeichen von Triumph brauchen wir also noch. Oh, man hat die neu aufgebaut. Die fliegende Insel. Und fliegt sie diesmal wirklich? Man hat jetzt ja Magie im Königreich. Die Hobblepots und ich ließen die schwebende Insel mit einem Spruch aus Hagatas Buch wirklich schweben. Aber diesmal steht er natürlich nicht mehr zur World's Only Floating Island. Sondern das kann jetzt ja theoretisch jeder machen, eine Insel zum Fliegen zu bringen, wenn es einfach ein Spruch aus Hagatas Buch ist. Aber okay, Jetzt sitze ich wieder ein bisschen fest. Einziger Hinweis, den wir momentan haben, ist der Schlüssel da oben bei den Kobolden. Können wir jetzt hier ganz unten weiter? Ja, hier gibt es jetzt auch was. Und da ist das letzte Triumphteil, immerhin. Ach, die Arena. Hier startete alles, hier begann alles. Diesen Baum hier hat man mittlerweile gefällt. Auch hier fehlt das Wasser komplett. Im kompletten Königreich kein Wasser mehr fließt. Das ist die Strecke, über die Manni rübergelaufen ist. Und da hinten hatte ich das erste Mal dann das Gefühl, so, nachdem ich von den Koboldaufzügen gehört habe, oder von den Koboldleitern, dass Manni ein Kobold sein könnte, weil er dort ja so hochgeklettert ist. An einer genau solchen Stelle wie der Koboldaufzug in deren, ja, Lager halt. Hier fehlt ein Mundstück. Ich dachte, die wurden alle wieder in ihre rechtmäßigen Stellen zurückgebracht. Warum kann man da runterklettern, beziehungsweise hochklettern? Warum sollte das möglich sein? Naja, schauen wir hier mal kurz rein. Ah, richtig. Ich hatte versucht, einen Rätselraum zu entwerfen. Darin war einer der Schlüssel. Ich konnte mich nur nicht an die Kombination erinnern. Okay, dann gibt es einen Schlüssel hier, dann gibt es vielleicht einen Schlüssel für Triumph. Und dann gibt es vielleicht noch den letzten Schlüssel. Also den letzten Schlüssel dann bei den Kobolden, kann das sein? Okay, wir haben hier eine Tafel. Hase, Frosch, Dachs, Herr von Schling. Hier sind nur Hasen überall. Hier ist der Dachs. Wundervoll, wirklich. Abstrakte Kunst. Ich weiß nicht mehr, wie das Bild aussah. Moment mal.
Also hier ist er einfach schwarz, oder? Ja. So schwarz-weiß, wie halt so ein Dachs übrig ist, ne? Wohl eine falsche Erinnerung. Nachbar Purpur. Das sieht aus wie eine 2. Das ist eine 2. Es ist eine 2. Also Dachs ist eine 2. Dieses Licht erhält deinen Tunnelblick. Macht sowas mehr Spaß. Ist das ein bisschen in den Tunnel oder sowas? Ach du Kacke, das ist das Jahr von Schlingrätsel scheinbar. Okay, ihr wiegt zusammen mehr als 4. Ihr seid 4. Jetzt ist die Frage, wiegt ihr jeweils 3? Ja. Also die wiegen jeweils 3 und die wiegt 2. Mehr brauche ich gar nicht wissen. Jetzt können wir heraustesten, wie viel Herr von Schling wiegt. Wiegst du 6? Wiegst du 9? Du wiegst 9. Herr von Schling ist 9. Dachs ist 2. Wie viele Hasen sind hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ich sehe 5 Hasen. Sechs, oder? Habe ich die nicht auf den Stuhl schon mitgezählt? Also einer hier. Zweiter auf dem Stuhl, dritter da oben, vierter da links, fünfter da ganz hinten. Nein, sind 5. Also, Hase ist 5. Ist egal, welche Richtung. Hase ist 5, Dachs ist 2. Oh, ich will's. So, Hase ist 2 und Ziege ist 9. Jetzt müssen wir nur noch den Frosch austesten. Nicht, habe ich mich irgendwo anders vertan. Und das scheint der Fall zu sein. Ich habe mich in irgendwas anderem vertan. Am ehesten hier. Hä, aber das ist doch gleich. Das sind 8. Und wenn das hier 4 sind, dann müssen die Kleinen jetzt 2 wert sein. Das heißt, du bist 2. Das heißt, es sind noch 6 übrig. 6 durch 2 sind 3. Das ist dieser 3 wert. Wenn das hier... Ach, der Hase hier links. Der Hase hier links ist der 6. Hase, richtig? Den sieht man nur, wenn man hier ranzoomt. Also ist der 6. Hase. Ist hier noch ein 7. Hase irgendwo? Nein. Moment mal. 6 Hasen. Und dann nochmal den Frosch durchtesten. Also bei der 2 und bei der 9 bin ich mir 100%ig sicher. Bei einem Hasen könnte sich natürlich überall noch irgendwo einer verstecken. Und wenn ich die richtige Lösung für den Frosch rausfinden würde, wäre das auch sehr hilfreich.
Ich verstehe auch nicht so ganz, was ich mit der blöden Notiz da anfangen soll. Also der Dachs ist 100%ig eine 2, die Ziege ist 100%ig eine 9. Da ist ein Hase, da ist ein zweiter Hase, da oben ist ein dritter Hase, da ist ein vierter Hase, da ist ein fünfter Hase, hier ganz rechts, und ein sechster Hase sitzt hier links neben.